Mir guten Mittag, die Damen und die Herren. Merci, Herr Letsch, dass ihr mich angeladen habt. Merci auch für den Hinweis auf das, was ich soll sagen oder will sagen. Das ist ein bisschen ähnlich. Am Gegensatz zu meinem Viertreffen für 2 Jahre, meine ich habe keine wissenschaftliche Bilanz von den neuesten Erkenntnissen zum römischen Vikus von Männern. So wie der Teil auf meiner Titel sei, ganz schön illustriert gesehen. Meine Bilanz von 40 Jahren Zerstörungen am römischen Vikus von Männern von 1971 bis 2011. Der römische Sitz von Männern ist am Anfang schon bekannt, wie viele andere Sitten hier im Land durch den Luxemburger Romanum vom Jesuiten Pater Alexander Wildheim, den sie im Wirkjahr ein Kerb bei ihnen hört. Und da sieht er, dass auf der Straße von Erl und Trier Mambra erwähnt das als Wirtschaft, als Punkt, wenn nicht als römische Vikus. Trimus Vicuiden, die charakterisierte Wildheim immer mit Castra Romana, hat er gesehen, dass bei Dölem, beim Tettelbirch, bei Altria, du siehst auch bei anderen Sitten, also sicher gemalt von Ruinen, die da waren. Zu Mama schenkte nicht viel Gesinn zu haben. An seinem Text steht nämlich nur ein einziger Satz zum römischen Mama. Es gibt da ein Feld, ein Steck, wo römische Zielen und Schirblen drauf lagen. Wo das Feld war, das wissen wir nicht, das ist nicht mal ganz sicher, ob es dann Bereich eventuell von Mämmer Birch war, das können wir nicht genau suchen. Nur doch zwei interessante Fundstücke haben sie im Weg gezeichnet, den Statue, die sich auf einem Grafmonument stand, und dann noch ein weiterer Graf stehen, mit einer Koppel auf der fiesten Seite und zwei Tänzerinnen auf den Nervenseiten. Der das zum Wildheim, wie sieht auch schön auf der Karte, schon durchgestalten Trasse von der Römischer Straße, was schon eine von den ganz wichtigen Straßen in unserer Region war, Straße, die von der Provinzhauptstadt Reims, ob als Hauptstadt von der Civitas Trier gegangen ist, und die also schon mit Sicherheit nach dem Kaiser Augustus gebaut ging, ist. Ob der Vikus von Mämmer an der Zeit schon aufhängt, das können wir nicht genau so, weil bei den frühen, gerade bei den rezenten frühen Kängfundkomplexe zum Vierschein kommen sind, die wirklich schon bis an die Zeit vom Kaiser Augustus giffen zurückkommen. Erste Erkenntnisse dann zu der römischen Siedlung um Tossebirch stammen dann aus der Mitte vom 19. Jahrhundert, wie der Pasteur Professor Jean Engling an der Publication de la Section Historique vom Institut Grand Ducal des Monts in der Publication de la Société Archéologique du Luxembourg geheischt. Ein längerer Bericht geht über die Römerstation am Tossenberg. Und an dem Bericht ist dann auch ein Kart dabei, wo die verschiedenen Fundplätze, die den Engling am Text ausführlich beschreibt, dann noch lokalisiert sind. Und ihr seht, dass die Fundplätze sich alle guten, nicht um mehr territoriale Strecke, mehr an dem Bereich von Tossebirch, den Bachtringer Territoir liegt. Und dann muss man da einen ganz tiefen Pitz, den man von 16 Meter tief, das ist Nummer 5 auf der Karte, wo Menschenskeletter drauf waren und so weiter, also ganz interessanten Befund. Und wie gesagt, auf der Platz, die ziemlich heiß liegt, waren die Pizza 16 Meter tief. Das als den Zustand dann den Anfang bestanden hat, bis an den Anfang 70er Jahren vom 20. Jahrhundert an, das ist ja die Zeit, wo zu Mämmer die großen Bauaktivitäten aufhängen. 1971 ist die Straße Rue de Danger Saint-Romain gebaut ging und sie noch die ersten Häuser dort gerichtet ging. Und dem hat das Gemüse auch gerufen, weil verschiedene römische Mauern sich da sichtbar waren, dass aber nicht zwingend regelrecht dafür kommen, weil der bisher schon zu weit fortgeschritten war, aber weil am Gemüse auch nach der Zeit am Anfang kein richtiges Service Archäologie bestanden hat, weil der Direktor Till, den sie um die Archäologie gekümmert hat, dann nach zwei Mitarbeiter, der John Zimmer und der Georges Hess, die also besten sich um die Archäologie gekümmert haben. Das war die ganze Archäologie zu Lützburg in dem Moment. Immerhin hat John Zimmer also durch die Vestigen, die in dem Moment sichtbar waren, abgeholt. Es sind also Mauern gewischt, die eindeutig zu Häuser gehören, zu Vikushäusern, die auf Trämerstraße ausgerichtet sind. Und dann am hintersten Bereich, also wo ein Potti-Surfen geschnitten war doch eine ganz interessante Erkenntnis von dem uns war, dass also auch der handwerkliche Aktivitäten an dem römischen Vikus von Mämmer bestanden. Und dann eben die Découvert von 1971 war am Anfang den ersten Hinweis, dass die Römerstation am Tossenberg viel mehr größer müssen sind, dass die sich also nicht nur an den Hang vom Tossenberg erstreckt hat, mit das wirklich nach weit auf dem Mämmer Territoir gegangen ist. Und die Trasse von der Römerstraße war auch dem uns deutlich nachzusehen.
die kennt alle Trudy Kirm halt das seit. Und die Verlängerung davon, die geht eben da auf die kleine Feld, wie die durch den Birch geht. Und dann die andere Seite an den Hang vom Tossebirch weiter. Und die Tremersiedlung hat sich also auf jeden Fall bis zum Märmerstreck von Tremerstraße Rhein's Dreher über die Märmer gegangen. Das ist also vom Limit von der Besiedlung. Du siehst ja schon, dass das also schon eine ziemlich große Fläche da gibt, von der Rue d'Angers-Saint-Romain bis oben an den halben Tossebirch. Das ist also so die östliche und die westliche Limit von dem römischen Siedlung. Bei den Erbichten, die also da an der Rue d'Angers-Saint-Romain 1971 gemerkt, die sind auch schon eine Inskription gefunden, die sind noch da noch an den Jahren, da noch Kanalisationserbichten da gemerkt, und da sind weiter römische Stehmonumente gefunden, die in den anderen 1973 den Block, den der Rue Zwölfe gesehen, und dann wahrscheinlich 1973, 1974 den Relief mit dem Pferd da drauf, auf dem wir nach zu Schwärze kommen. Wir können halt auch durch Erkenntnisse, die mich spät kommen, sehen, so und erst fertigen Zusammenhang, die durchstecken müssen, sterben. Dann der verheerendste für den römischen Vicus von Mermer war dann 1973 am Frühjahr oder am späten Winter, wie Pont et Chaussée, und nach müssen vom Budget von dem Jahr für drin ein größer Zum verschaffen, also der Entreprise Kurt den Auftrag gingen, also da nach 4 und 1 März die Erbichten zu machen. Und zwar für die Verbreiterung von der Erler Straße am Fuß vom Tossebirch. Und du siehst hier auf dem Bild ein riesig Fläche, die also von den Baggern schon abgedeckt, die war wie der Museum informiert, die das war also schon den ganzen Teil davon fort, die Fies spitzt zur Rue des Dangers Saint-Romain. Und dann sieht die Falz, die Fies spitzt, du hast schon das Mensch aufgebaggert gewischt. Und da siehst du die riesig Fläche, die dort war. Nach weiteren Bilder von dem uns wieder gesehen, wie also Baggern sich wirklich durch der römische Mauerwerk gesehen, also eine Mauer und auf den zwei Seiten davon römisch Estrichen, also Fußbäden, die nach ganzer Halle waren, wo die Bagger einfach da durchgegangen ist. Die Müsi hat du Gelegenheit, aber zwischen den Baggern 3 Wochen dort zu schaffen, bis 1. März, wie der Derbichte schon aufgeschlossen waren. Und sind durch auch die pure Männliche vom Museum Höllef kriegt eine Ahnung von der Equipe von Pastor Käser von Nussberg, mehr aber auch von einem Gruppe von Schülern, also Misse Michel Rodange, die mit ihrer Professorin Estchen an Linden da in der Höllef gekommen sind. Für also da Maximum Informationen aus der Katastrophe da rauszuholen. Ein weiteres Bild von dem uns, auf der Foto könnt ihr den Kollege Jean Metzler kennen, den sich durch seine Spuren verdient wird an der Lützburger Archäologie. Er war noch nicht ganz mit seinem Studium fertig und könnt seinen Blick, sein Gesicht und noch schon jugieren, wie sein Gefühl in dem Moment muss gewirkt sein. Innen hat er dem Kamion gesehen, dass Georges Hess, den du am Gängen hast, am Profil noch zu schaffen. Jean Metzler ist diesen Sommer in Pension gegangen im Juni. Also, wir sehen, dass da eine ganz Archäologie-Karriere auch dann mit dem Vicus von Mermer zusammenhängt. Dann ein weiteres Bild, wo noch ein paar Bekannte drauf sind, den Herrn der Zutern mit der Pelze Kerbock, den erkennt er sich alle gut, und das ist also Pastor Käser von Nussberg, den da mit seinem Matterbisch da am Gang, also Pütz rauszuholen, dann an dem hellen Trenchcoat, das ist John Zimmer, der Vermessungstechniker, vom Müse. Und da ganz viel in dem Pütz, da steht Alex Bix, also auch ein ganz wertvoller freiwilliger Kollaborateur vom Müse, der ja diesen Sommer oder am Anfang September manchmal gestorben ist. Und noch eine ganz bedeutende Sammlung hat, wo auch viele Stecker von Mermer drauf sind. Madame Bix auch mal die Damm am Fisch. Von den Lohr gesagt, ein paar Monate nach Aufschluss von der Grabung, ein halbes Jahr oder noch, also daheim ist schon ein Grabungsbericht gekommen von Jean Metzler, mit den Plänen von John Zimmer, wenn er die Pläne halt sieht von John Zimmer, meint er, das wäre wirklich ein formidable Grabung gewesen. Also, Pläne ist so nicht, sie sind idealisiert, sie sind schon da drin, was von ihnen aus, sie gehen aber kein Bild von dem, was wirklich dem uns da passiert. Also, das ist viel zu schön für das, was da passiert. Also, ich will euch hinweisen, ob den Block von Mauern, den am im enkadrierten Bereich ganz längs leitet die Straße, mit verschiedenen Mauern, ob die komplex kommen, nach zu schwärzen.
Dann sind 1973 aber da an dem ganzen Zusammenhang nach einer größeren Erbischte gemerkt und gesehen, dass das deshalb auch schon im Bartringer Territ war, da neben der Erler Stoß, den ganzen Dälschen gefolgt wird mit dem Boden, den sie gerne seit weggeholt haben. Da gesehen, dass da ein großer Kollektor gelöst wird, lernt Spiegel ab. Und die Scheuer, da halte ich die Jura mehr, die gesehen auch noch reinkehren. Dann, ganz interessant, ist, dass da hinten am Bild ein Karo hat, wo auch eng ausgerufen am Gängen ist. Und zwar hat da von 1963 bis 1973 den Professor, wie ist Professor Nilles von Bartring, mit einer Equipe von Studenten, den anderen aus dem Herr Musse, aus dem Musee, gegrüfen sind, Gebäude freigelegt mit verschiedenen Räumlichkeiten, in den anderen hat eine Heizungsanlage. Und die Bauer am Anfang nur der Früh von 1973 da leihe blieben, sie Beam drauf gewesen, sie Hecken rundherum gewesen, wir haben vorgelucht nach der ganzen Zeit frei. Also der Dekomplex gemacht, aber drum zu schwätzen. Dann der Skandal von Tossebirsch, wie der Demo 1973 genannt hat, hat aber dann einen positiven Nerveneffekt, wie die seit der Mama Kollektor, der größte Kollektor, so gelöst sind, dass dann der Tremisch-Therme-Gebäude von der Agglomeration entdeckt ging. Und die Therme sind da vom Hirsch 1973 bis auf den Sommer 1975 komplett freigelöst gegangen. Wissenschaftlich in der Sicht ging das am Anfang den ähnlichen Komplex zu Mörmer, den also wirklich bis auf den Detail wissenschaftlich kommt in der Sicht ging, ohne Zeitdruck. Und das ja relativ schnell nur dann publiziert ging. Dann die Affäre von 1973 hat dann als Nerveneffekt auch, dass an den Juren Donau und Birch ganz viele Leute mit Metalldetektoren da sicher gegangen sind, sind da bestimmt 15 bis 20, die regelmäßig da die geplünderten Terrain aufgesichtet haben, die natürlich da ganz viel Sachen gefunden. Für ein paar Jahre konnte man eng von den Kollektionen abgreifen, wo ihr gesagt was wirklich da alles an Privatbesitz nach ist. Die Prospektionen nur ganz klar haben diesen dann geliefert, wie groß die Extension von der römischen Agglomeration am Bereich von Birchen misst sind. Dann ist es weitergegangen, haben gesagt, wo dann die Neusbutter, Georges Kaiser Altertumsführer, sich schon Meriter konnten verholen, weil uns am Ende September, Anfang Oktober 1991, wie die Demolis Sotek an der Erler Straße, vier Lange, der Rue d'Angers-Saint-Romain, ihre neue Leitung verlöten in unserem römischen Keller durch Schmiede ging. Du siehst hier den Joël Adam und den Paul Kommer bei der Erblich dann dem Leitungsgurf, also ein paar Samstücher da geschafft ging. Das war also ganz klar eine Kellerverfüllung. Und was mir interessant war, dass über den Keller, den am 3. Jahrhundert noch ein Brand zerstört ging, dass am 4. Jahrhundert eine Spoliemauer gebaut ging. Also eine Mauer, wo sie Stein verbaut und die von anderen Monumenten gestärmt und die also am 4. Jahrhundert durch den Boden gekommen sind. Aber bei denen ich denke, war eben noch den hellsten Teil von dem Relief Mampert, was man den ich gesehen hatte, ich weiß nicht, noch nachher im Ganzen, wie darum zusammengesetzt war, das weiß ich also, dass die Stänge, die 1971, 1973 und 1974 auf derselben Platz schon gefunden haben, auch alle aus der Spoliemauer durchstammen, die also bei verschiedenen Gelegenheiten schon umgeschnitten waren. Dann, als dem Projekt hier kommt vom Lycée Chauvy-Berthel, wo den Service Archäologie von der Pont-et-Chaussée, die in dem uns noch existiert, beauftragt, die war von dem Bâtiment Public für die Prospektionen am Vierfeld zu machen und auch dann Ausgrabungen zu erholen. Die Fläche, die ich angekriegt habe, also 1999 in der Sicht ging, war ein Bereich, der noch unter Herbststoß von der Agglomeration Lorand bei der Gelegenheit auch ein Nervenstoß abgedeckt. Weil ihr seht ein Bild von der Grabung. Die römischen Vestige waren in dem Bereich relativ schlecht, der Herr und außer der Stoß. Der Rest hat er just Keller gerufen, die an der Fels angedrift waren, wo zum Teil Kellermauern schon gar nicht mehr doof waren. Also ich habe so große Löcher gehört, einzelne Kellermauern stummen aber noch da. Da ist ein weiteres Foto aus dem Bereich. Und da kann ich noch erkennen, dass also nicht alles da gegurven ging, dass mir der am Funk war, dem Moment nicht mehr zugänglich war. Die Ausgurvung aus Gängen von 1999 bis 2000 an den Bereich zur Herler Straße, also
vom Lode Rampoint aus, die konnte gar nicht in der Sicht, die war dem Moment, wo die Herren nach Stung und noch am viehsten Bereich nach Kängerbisten durchgefeiert gesehen. Es sind dabei verschiedene Gelegenheiten, wie den Axel da gemerkt hat, dass wir bei der Lycée Josy Berthel aber auch nach anderen Profilen seitlich Vestigen zum Vierschein kommen, in der anderen 2001 und 2003. Ich habe ein Foto von 2001, also direkt neben dem Rondpoint gewischt, wo ein Z jetzt im Vierschein kommt, als von da ganz viel Fundmaterial drauf war, in der anderen den ganz raren Deckel, den ich hier weise. Und dann war dann irgendein Profil auch ein Kalibsöwen zu gesehen, den durchgeschnitten wie war. Und der kommt dann nur an diesem Frühjahr nach ganzen, also die Rechte, die nach Tofheim kommt, und diesem Frühjahr nach, ob der selbe Platz in der Sicht